Hier, hier hast du auch was, mein Kleiner. Er geht nicht von dem Grab weg. Schon seit Mittwoch, seit wir den Jungen beerdigt haben. Ihr Sohn, Ma'am? Ich habe leider kein Geld, um einen Grabwächter zu bezahlen. Wozu denn einen Grabwächter, Madam, hier im Herzen von Edinburgh? Ach, auch hier treiben sie ihr Unwesen, diese Grabräuber. Aber schuld daran sind die Ärzte, die sie dazu anstiften. Sie wissen, woher die Leichen kommen, die wir sezieren? Der Stadtrat stellt sie zur Verfügung. Es sind die Leichen von Armen. Das ist die offizielle Version. Es sterben nicht genug Arme. Ignoranten haben den Fortschritt der Medizin durch dumme Gesetze gehemmt. Ja, aber diese Frau und ihr Sohn sind doch auch... Die Frau tut mir leid, aber ihr Sohn wäre heute noch am Leben, wenn es uns möglich wäre, mehr Studien am menschlichen Körper zu treiben. Sehen Sie mich an. Ich lasse mich von keinem Menschen aufhalten. Und wenn Sie Wissenschaftler und ein guter Arzt werden wollen, müssen Sie die Dinge genauso sehen. Sie sind wohl der neue Assistent. Ja. Ich heiße Donald Fettes. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Master Fettes. Mr. Gray? Ganz recht. Ich habe schlechte Nachrichten für dich, mein Junge. Wir müssen mal wieder los. Oh, so früh schon bei der Arbeit. Guten Morgen, Master Fettes. Dr. McFarlane, kannten Sie das Mädchen, das immer sang, "When you gonna war, Jamie"? Sie wurde ermordet. Ich war gestern Abend bei Mr. Gray, um ihn zu bitten, uns ein Studienobjekt zu beschaffen. Wann können Sie uns wieder eine Leiche für die Anatomie liefern? Das ist im Augenblick schwierig. Sehr, sehr schwierig. Beim letzten Mal hat mich ein Hund am Grab gestört. Sie war so lebendig wie Sie und ich und sang. Und weiter? Gray hat sie getötet. Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben die Leiche bestellt, bezahlt und entgegengenommen. Wenn es also Mord war, dann wird man auch Sie belangen. Aber ich wollte doch nicht, dass er mordet. Das glaubt Ihnen kein Richter. Ich finde, wir sollten uns ruhig verhalten und Sie sezieren. Das ist das Beste, was wir tun können. Hab keine Angst, Kleines, ich bin ja da. Dr. McFarlane, ich bin Mrs. Marsh und das ist meine Tochter Georgina. Von Geburt an gelähmt? Es war ein Unfall. Tat die Lähmung danach sofort ein? Nein, Doktor. Es wäre ein Wagnis. Werden Sie versuchen, mein Kind zu operieren? Ich nicht. Die Frau glaubt, Sie sind ihre letzte Hoffnung. Ich weiß, aber ich bin Lehrer und kein Chirurg. Da haben Sie vielleicht Angst. Angst wovor? Vor der Erkenntnis, dass Sie vielleicht gar kein so guter Arzt sind, wie Sie behaupten. Ich gebe mein Bestes. Warum kneifen Sie dann? Vielleicht gibt es zwischen mir und Ihnen private Gründe, warum Sie es tun müssen. Der gute Toddy würde mir auch gerne ein Messer zwischen die Rippen jagen. Wir Mediziner haben eine bessere Methode. Wenn wir jemanden nicht mögen, sezieren wir ihn. So leicht werden Sie mich bestimmt nicht los, Toddy. Das galt Gray. Ist es nicht so, Toddy? So möchtest du ihn mit dem Schürhaken umbringen. Es wäre schön, ihn für immer loszuwerden, hm? Ich will jetzt endlich meine Ruhe haben und wenn es nicht anders geht, dann... Toddy, willst du einem alten Freund drohen? Wir waren nie Freunde.